Ich fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. So, heute beschäftigen wir uns mal mit einem neuen Werkzeug, was ich habe. Und zwar haben wir hier den Zahnriemenwechsel gemacht und dabei haben wir die Wasserpumpe ausgetauscht und dabei haben wir logischerweise das Kühlmittel rausgeschmissen. So, ich habe mich dagegen entschieden, das alte Kühlmittel weiter zu verwenden. Wir nehmen frisches. Ich habe ja einen Kanister Ready Mix da. Komm, ich hole den mal eben. So, keine Schleichwerbung, ich habe es auch gekauft, ne? So, das ist fertig, ready to use, ja, genau. Und ja, alle 2 Jahre soll das gewechselt werden. In den Kommentaren beim letzten Video stand es drunter. Die Frage, wie der Wechselintervall ist. Kühlmittel bitte alle 2 Jahre rausschmeißen und neu machen. Die Wasserpumpe dankt euch, der Motor dankt euch, das ganze Kühlsystem dankt euch. Also von daher bitte. Ne? Ist schon besser. Ne? Also regelmäßig wechseln hat schon viel für die Langlebigkeit von so einem Motor. Das macht einiges. Ne? Alles, Thermostat, alles was sich irgendwo bewegt im Kühlsystem, alles was feine Rippen hat wie die Kühler. Ne? Lebt davon, dass da vernünftiges Zeug drin ist. So, wollen wir das Werkzeug mal holen. So, das befindet sich in diesem wunderschönen Koffer. Und das Witzige an der ganzen Sache ist, und das Authentische an der ganzen Sache ist, ich benutze das jetzt zum ersten Mal und muss die Anleitung lesen. Und mal gucken, wie das funktioniert. Ne? Ich meine, ich habe es schon 100 Mal jetzt im Fernsehen gesehen, beziehungsweise bei YouTube. Im Fernseher besitzen wir gar nicht. Bei so einem VW ist das jetzt nicht so wahnsinnig zwingend wichtig. Aber ich habe den jetzt gerade da. BMWs zum Beispiel sind richtig nervig. Kühlanlage raus, ja, ja. Universaladapter, Öffnung, Kühlanlage. Das hier ist ein Universaladapter. Der kommt in die Öffnung der Kühlanlage. Stecken Sie, verbinden Sie den Druckluftschlauch mit dem Gerät. Gerät. Druckluftschlauch. Gehen wir mal davon aus, dass es dieser hier ist.
So, angeblich entsteht jetzt Unterdruck. Ja. Okay, es ist alles auf Unterdruck, aber so richtig. So, jetzt befüllt sich das ganze System. Bin mal gespannt. Ich habe jetzt auf den Druck abgesenkt, der vorgeschrieben ist. Wie man jetzt sieht, zieht er sich das Kühlmittel rein. Die Schläuche werden wieder groß. So, jetzt sind wir langsam bei 0. Und der Kühlmittelbehälter, ja, hier unten in der Ecke sieht man es, ist eigentlich schon fast optimal gefüllt. Zwischen Minimum und Maximum. Ja, jetzt haben wir keinen Unterdruck mehr da. Ja. Wenn das alles war, finde ich das Gerät gut. Nee. Okay, das fand ich jetzt nicht gut, aber das ist ja meine Schuld. Ja, fürs erste Mal gar nicht schlecht. Das waren 10 Liter. Mal gleich mal gucken, wie viel wir nachfüllen müssen. Ich lasse ihn jetzt gleich erstmal laufen. So, mal gucken. Wie viel fehlt. Ne?
Na, fehlt jetzt schon ein bisschen. Ein bisschen nachfüllen. Vielleicht ist es auch einfach nicht für dieses Kühlsystem geeignet. Also BMW ist das wesentlich dankbarer, finde ich persönlich. Wer schon mal ein BMW versucht hat zu entlüften, gerade E39 und so. Vielleicht am Ende auch eine Übungssache, das vernünftig hinzukriegen. Gut, wollen wir mal gucken. Anschmeißen das Ding. Hier kommt jetzt noch Luft. Im Moment läuft ja noch ein bisschen komisch der Temperatursensor, der natürlich die Anfettung im Kaltstart die Anfettung steuert. Der hat noch kein Wasser, der weiß nicht, wie warm es ist. Also aus dem kleinen Schlauch da oben am Ausgleichsbehälter, wenn da durchgehend Flüssigkeit kommt, dann ist er entlüftet. Also zu deutlich, ich habe da irgendeinen Fehler gemacht. Aber wie gesagt, war das erste Mal. Ich schreibe es euch trotzdem mal. Ich verlinke euch das Ding. Vielleicht kommt er damit schneller klar. Ich habe das erste Mal jetzt so ein Ding angefasst und ich fand es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Aber ne, so ist das halt mit dem ersten Mal. Das ist bei jedem Werkzeug so. Sieht gut aus. Also ich mache das immer so folgendermaßen. Also ich lasse das so entlüften, dass da oben jetzt nur noch Flüssigkeit kommt. Sieht man ja da oben. Da. Dass da nur noch Flüssigkeit kommt. Jetzt hat er die volle Temperatur, 90 Grad. Jetzt mache ich den zu. Da wird er eine Runde gefahren, nur kurz. Und dann wird er abgestellt. Dann lassen wir ihn abkühlen. Dann machen wir nochmal auf. Und dann sollte das eigentlich auf normal, auf normalen Stand sein. Ansonsten saugen wir ein bisschen ab. Heizung ist logischerweise an, ne? Ja, wollen wir mal gucken, wie er sich jetzt fährt. Ja, ich denke, es hat sich bewahrheitet. Der Wagen hat definitiv falsche Steuerzeiten gehabt. Jetzt geht das Ding ganz anders vorwärts. Gut, ihr habt keinen Vergleich zu vorher, aber die Besitzerin wird das definitiv bemerken. Das wird sie bemerken, definitiv. So, das Auto, in dem wir jetzt gerade sitzen, kennt ihr alle. Das ist der BMW. Den habe ich ja verkauft. Wie ihr bemerkt, fährt dieses Auto völlig normal. Hat sich aber einen Schaden eingefangen, für den der E46 Touring wirklich bekannt ist. Ja, BMW hat da bis zuletzt nachgebessert. Leider war dieser Wagen hier nicht bei der, also beim Vertragshändler in der Inspektion und teilweise wurden auch mal eine Inspektion ausgelassen, glaube ich.
können wir eigentlich vergessen, aber die Reparatur ist jetzt nicht so wahnsinnig aufregend. Ich zeige euch das gleich mal. Also der Wagen fährt ganz normal, ne? Man hört auch nichts. Man merkt gar nichts. Hier kommen noch ein paar Bodenwellen. Ja, die Hinterachse beim E46 ist ja eh schon so ein Thema für sich. Aber in diesem Fall ist das wirklich etwas erschreckend. Gut, dass die Hinterachsen einfach mal so rausreißen bei den Limousinen, okay. Aber in dem Fall hier echt unterhaltsam. Okay, wir sehen uns gleich. Ja, auch von außen ist nichts festzustellen. Jetzt kommt der Schock. Ja, ist ein bekannter Schaden. Kein Scherz. Ist wirklich kein Witz. Das ist ein bekannter Schaden. Und zwar hat da jemand beim Einbau der neuen Stoßdämpfer Blödsinn gebaut und eine kleine Unterlegscheibe weggelassen. Und damit hat sich das Domlager gehibbelt. Ja, und die Verkleidung durchschlagen. Nur mal gucken, ob wir das noch reparieren können. Das ist ein Einbaufehler. Ja, habe ich nicht gesehen. Hätte ich auch den Dämpfer für ausbauen müssen. Also von daher, ja, aber am Ende ist das ja jetzt endlich mein Problem. Ich habe den Wagen verkauft und das ist definitiv ein Schaden, der offensichtlich vorher schon da war. Ja gut, hätte ich zerlegen müssen, das Auto. Ja gut, aber wie gesagt, wenn man mir ein Auto kauft, stehe ich dafür auch gerade. Ja, außer bei Menschen, die mir komplett blöd kommen, dann bin ich dann auch, sage ich dann auch so von wegen, Alter, du hast ein Auto für 1500 gekauft, fährst 16.000 Kilometer ohne Wartung, ohne einmal drauf zu gucken und jetzt wundert sich, dass irgendwas kaputt ist. Ja, gut. Der muss repariert werden, die Teile habe ich schon da. Natürlich ist im Vorfeld Kommunikation da gewesen, also von daher, ja, auslesen müssen wir den auch noch. Der haut eine Fehlermeldung rein, die dann plötzlich wieder weg ist. Mal schauen. So, jetzt steht er in der Werkstatt, beziehungsweise ein Stück noch draußen. So, wie baut man jetzt den Stoßdämpfer aus? Diese Sitzecke, die hier sitzt, nach oben ziehen. Die ist hier unten verriegelt. Ne? Also nach oben ziehen, nach vorne raus und dann kommt die hier raus. Ne? Hier ist die Schraube von der Seitenverkleidung. Kreuzschlitz, wie man sieht. Ja, Moment. Wie man sieht, oben die Gurtabdeckung auch vorher abnehmen, ne? Sonst kommt er nicht nach oben weg mit dem Sitz, mit dem Polster. So. Schraube gleich hier liegen lassen. Ja. Jetzt ist schon mal das erste Stück der Verkleidung weg. Wollen wir mal hinten gucken. Hinten den Deckel von der Seitenverkleidung und diesen Bodendeckel weg. Mal gucken, irgendwo hier. Ah, da ist sie. Das ist natürlich eine Torx-Schraube, oder? Licht. Oh, nee. So. Lassen wir auch gleich liegen. Ist das Ding irgendwo noch eingeklipst? Warte mal. Ich überlege mal ganz kurz. Nee, doch nicht. Ich dachte, jetzt wäre eine Schraube, da ist aber so eine komische Dingensniete, Plastikniete drin. Dann muss das hier noch ab. Ja. Das muss noch ab, genau. Ist da noch irgendwas hinter? Nein. Gut, aber du kriegst es nicht darüber gefädelt, wenn das Ding da drin ist, ne? Ah, genau. Die Sicherungsmopeds hier müssen auch raus. Ja, die halten das auch noch mit fest. Gut, also die da, vorne die Kreuzschraube, hier eine. Das Ding da ab, oben den, die Verkleidung vom Gurt, ne? Oben weg und dieses Plastikding weg. Ich baue das mal eben aus. Dann kommen wir da dran.
Das nehmen wir jetzt alles auseinander und bauen das ordnungsgemäß wieder zusammen. Ich baue es mal eben aus, dabei seht ihr eh nichts. Dann sehen wir uns gleich wieder. Einfach nur die beiden Schrauben lösen, ne? Mehr nicht. So, und hier haben wir unseren Hauptverdächtigen. Das Stützlager hat sich zerlegt. Ne? Ist schön durchgeschossen worden durch den Metallrahmen. Hier haben wir das Neue, ne? Mit Dichtung. Der Innenraum muss ja abgedichtet werden, ne? Ja. Jetzt vermisse ich ehrlich gesagt noch eine Unterlegscheibe, ehrlich gesagt. Ja, die müsste eigentlich hier oben. Mach mal Licht an. So. Hier oben müsste eigentlich eine kleine Unterlegscheibe drauf sein. Da sitzt das Stützlager im Normalfall. Ich habe das im eingebauten Zustand. Kannst du im eingebauten Zustand ausnehmen, ne? Da ist der Dämpfer, ne? Ach, der Anschlag. Ja. Eigentlich sitzt hier noch eine kleine Unterlegscheibe drauf. Die finde ich ehrlich gesagt nicht und die war auch nicht drauf. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir so ein Ding irgendwo finden. Ja, ist zwar ein altes Ding, aber immerhin, es funktioniert, ne? Ja, es stützt sich jetzt hier praktisch auf dem Dämpfer, auf der Kolbenstange ab, ne? So, jetzt basteln wir den ganzen Kram wieder so zusammen, dass das da oben wieder reinpasst. Dann pumpen wir das hier hoch, dass es da oben reingeht, dann wird es oben und oben wieder verschraubt und, ach, da ist noch ein bisschen Dichtung von dem alten Ding, so. Ja, und dann passt das auch wieder. So, dann machen wir mal. Ein bisschen runterziehen. So, dann wieder hoch damit. Ah, passt nicht ganz, okay. So ein bisschen mit dem Wagenheber pumpen. So, jetzt haben wir genug Druck oben drauf, dass wir jetzt praktisch von innen wieder verschrauben können. Dann hat sich das erledigt. Die wollen nämlich nach Dänemark, deswegen muss der Wagen bis morgen fertig werden. Dichtung ist drin, Stützlager sitzt. Wir verschrauben von oben, dann ist der Drops schon mal gelutscht, ne? Das ist fest. Echt. So, jetzt die beiden Kollegen da wieder drauf. Ne, ist echt, ist kein Scherz. Das passiert regelmäßig bei den E46, also aufpassen. Guckt euch die Dinger an oder wechselt sie gleich aus. Das, also wie gesagt, beim Fahrverhalten ändert sich nicht viel, ne? Komischerweise. Oh, das war die ganze Reparatur im Grunde genommen. Ja. Mal den ganzen Blödsinn wieder zusammenbauen, ne? So, und wenige Momente später ist das Ganze wieder zusammen. Krempel. Sonst irgendwelche Krempel hier drin? Nein, gut. So, mal gucken. Ja, sieht wieder gut aus. Ja, was ich übrigens auch nicht gesehen habe, die Scheibenwaschpumpe funktioniert nicht. Ja. Wie gesagt, die gute Frau bezahlt dafür nichts, ne? Auch für die Reparatur hinten und das hier. Ja, das geht auf meine Kappe. Wenn ich irgendwas übersehe, kann ich schlecht dem Käufer die Schuld geben. So, mal gucken. Die muss ja irgendwo. Ach, da ist sie. Ziemlich genau da. Na toll, das Ding ist voll bis oben hin. Jetzt wird es lustig. Wo kommt denn das Kabel her? Das Ding auch jetzt nicht so hinstellen.
Alter Schwede. Gehst du da jetzt raus? Ah, Kabel raus, Gott sei Dank. Schon etwas besser. So, jetzt ganz schnell so hinlegen, dass da nichts rauskommt. Haha. Okay. Pumpe. Auch ab. Ja, die hat es hinter sich, ist original. Naja, ja, die gehen mal kaputt, ne? Geht mal ein bisschen Dreck durch und sowas alles in der Richtung, dann ist die Pumpe im Eimer. Ist aber zum Glück ein Standardteil mehr oder weniger bei der deutschen Autoindustrie. Von daher hat man sowas schnell wieder. Ne, im Winter wird das Ding wichtig. Das ist auch nicht umsonst ein TÜV-Mangel. Nochmal anders. Ja, du da rein, dann hier rüber. Dann du da drauf. Stecker. Kann sich niemand von freisprechen, mal irgendwelche Sachen zu übersehen. Ne? Wie man damit umgeht im Anschluss, das ist eine andere Sache. Das ist bei den meisten Werkstätten, wenn man denen mit ihren eigenen Federn kommt oder sowas in der Richtung, die mauern sofort. Geht nicht. Ne? Kunde hat ein Auto gekauft, der kann erwarten, dass das funktioniert. In dem Umfang, wie er das gekauft hat. Wenn du jetzt ein 20 Jahre altes Auto kaufst und da knarrt mal ein Türscharnier und so weiter in Richtung, ja, dann nimmt Öl und mach weg. Ja, also irgendwo muss man auch die Kirche im Dorf lassen, aber in diesem Fall hier war es ja mein Fehler. Ich habe nicht nachgeguckt. So, ich habe nicht nachgeguckt. Hätte ich nachgucken müssen. Komplette Funktionsüberprüfung, was zu einer Inspektion dazu gehört zum Beispiel. Ja, und das habe ich verbaselt. Also muss ich das jetzt bauen. Oh, mal einen Blick drauf werfen, wa? So sieht das schon wieder ganz vorschriftsmäßig aus. Steht auch gut, finde ich. Ja, doch, steht gut. Druck ist auch ausreichend da. Das Blatt kann man vom Wischer ab. Aber ansonsten. Gut. Das ist erledigt. Und damit kommen wir mal zum Ende. Zu einem klassischen Ende. Okay, den Sonnenuntergang habe ich ein bisschen verpasst. Liegt an der Wolke da. Gut. Ich wünsche euch einen sanften Start in die Woche. Lasst euch nicht ärgern. Und Kopf hoch in der aktuellen Situation. Irgendwie geht es immer weiter. Ne? Wollen wir hoffen, dass sich der ganze Blödsinn langsam mal in Luft auflöst. Reicht langsam, denke ich. Für alle. Okay. Bis zum nächsten Video.